Aufklärung für den Großeinsatz der Polizei letzte Woche am Alexanderplatz. Wie ich darauf gekommen bin, nun ja, es gab wieder eine Messerstecherei. Ein 61-Jähriger hat eine 77-Jährige abgestochen in Berlin-Wilmersdorf in der Bundesallee, in der schönen Bundesallee, wo viele Ämter sitzen, hat aber damit diesmal nichts zu tun, hat es wirklich nicht. Und ich habe deswegen mit der Polizei Berlin telefoniert. Und die haben mir Auskunft gegeben, spätestens, wie ich gesagt habe, J6 hat den Polizeieinsatz mit über 70.000 Followern auf YouTube gestreamt. Da mussten sie dann doch die Öffentlichkeit informieren. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt es vielleicht gesehen, das Video von letzter Woche Freitag. Ich muss euch aber erstmal berichten, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Es gab mal wieder eine Meldung. Ein 61-Jähriger hat eine 77-Jährige abgestochen. Sonntagmittag 15.10 Uhr auf der Straße in Berlin. Meine erste Reaktion war, wo bitte in der Bundesallee? Die ist mehrere Kilometer lang und dort sitzt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das Landesamt für Migration Berlin. Die sitzen sich genau gegenüber. Gut, das war mein erster Gedanke. Ja, das war mein erster Gedanke, bis mir dann einer gesagt hatte, es ist Sonntag, die haben zu. Ich habe mit meinem ersten Gedanken hier voll daneben gelegen, das muss man dazu sagen. Auf Twitter könnt ihr es nachlesen, ist halt peinlich, aber gehört dazu. Ne? Viele sagen dann, ja, das ist Rassismus in der Grundannahme und ich sage nur, nein, ich repliziere einfach die Vergangenheit in die Zukunft. Es wäre jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen, wenn es dort eben vor so einer Leistungseinrichtung, wie man es ja nennen darf, zu einem Delikt gekommen ist. Allerdings ist es hier gar nicht dann die Ursache gewesen, sondern es sind zwei deutsche Staatsbürger beteiligt. Also ein 61-jähriger Alman-Rentner hat eine 77-jährige Oma niedergestochen. Die Oma ist leider gestorben. Wir reden hier über einen Tötungsdelikt oder einen Mordversuch. Die Mordkommission ermittelt. Es wurde selbstverständlich Untersuchungshaft für den Alman hier angeordnet. Ich finde das interessant, weil diese Pressemitteilung, die gab es sofort. Das mit der Nationalität musste ich nachfragen bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Die haben mir das dann allerdings mitgeteilt, ohne Probleme. Als ich aber mit der Polizei Berlin im Gespräch war, wegen diesem Vorfall, zuerst wollte ich die Hausnummer erfahren, die 28, die Bundesallee 28. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, dass doch da dieser Polizeieinsatz, den ihr die ganze Zeit schon neben mir sehen könnt, gewesen ist am Freitag. Und sie sagte, ja, sie guckt mal. Und dann sagte sie, nee, also Alexanderplatz hier, nee, da ist nichts Freitagabend, da ist nichts. Aber ich habe ihr dann gesagt, naja, also das hat aber ein YouTuber gestreamt. Also das Video haben auch tausende Leute gesehen. Das, also bei mir haben das über 100.000 Leute gesehen, das Video. Ich so, wie, da war nichts. Es ist, also es kann ja nix gewesen sein. Naja, die Dame war sehr nett und höflich und sagte, sie schaut nochmal nach und sie ruft mich zurück. Sie hat mich natürlich zurückgerufen, mitten in der U-Bahn. Ich bin quer durch Berlin gefahren, weil ich vor lauter Telefonieren das Aussteigen vergessen habe. Aber ich weiß jetzt, was passiert ist Freitagabend. Und zwar gegen 21 Uhr kam es, was würdet ihr denken, Messerdelikt? Nein. Vergewaltigung? Nein. Es kam zu einer einfachen Körperverletzung. Also, einfache Körperverletzung heißt, mit den zwei Händen gegen jemand anderes, ohne Waffe, ohne, also keine gefährliche, keine schwere Körperverletzung, einfach eine klassische Schlägerei mit zwei Fäusten. Es gab danach natürlich einen Verletzten und dann hat die Polizei hier versucht, Tatverdächtigen zu ermitteln, beziehungsweise hat auch Tatverdächtigen und Opfer festgesetzt, nicht festgenommen, denn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften natürlich beide die Nacht wieder bei ihren Partygästen verbringen. Jetzt die große spannende Frage. Man hat einen Polizeieinsatz. Ihr seht das auf den Bildern. Das sind, weiß nicht, wie viele Einsatzwagen insgesamt? 10, 12? Und was sind das, jeder Einsatzwagen? Also 50, 60 Polizisten. Halbe Hundertschaft ist hier im Einsatz wegen einer einfachen Körperverletzung zwischen zwei Beteiligten. Also keine Massenschlägerei oder sonst was, sondern nein. Ein Mann hat einen anderen Mann geschlagen. Und wir schicken 50, 60 Polizisten, um am Ende die Tatverdächtigen wieder in die Nacht zu entlassen. Jetzt könnt ihr allerdings mal raten oder mal würfeln, welche Staatsangehörigkeiten denn dabei vertreten waren. Und warum es dann am Ende keine Pressemitteilung gegeben hat. Ja, die nette Dame der Polizei Berlin sagte mir dann am Telefon, ja, der Tatverdächtige, der ist burkinisch, keine Burka, nein, sondern burkinisch, kommt aus Burkina Faso. Ja, das Opfer ist somalisch, ne? Kommt aus Somalia. Ich habe dann nur zu ihr gesagt am Telefon, original, der Klassiker also.
Sie war etwas leicht entsetzt und sagt, das haben Sie jetzt nicht gesagt. Ich so, doch, habe ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für die Information. Also ist ja wirklich der Klassiker, ne? Man wird nicht darüber berichtet und wenn man dann nachbohrt und nachfragt, ja, da war eine Körperverletzung. Oh ja, naja, zwischen halt einem Afrikaner und noch einem Afrikaner haben sich halt mitten in Berlin am Touri-Hotspot halt mal geschlagen und wir hatten 50, 60 Polizisten im Einsatz. Ihr seht das die ganze Zeit. Und ja, nein, Pressemitteilung brauchen wir nicht machen, weil ist ja nur einfache Körperverletzung. Ich so, ja, der Klassiker, vor allem von Nichtdeutschen, ja. Es ist in der Straftat. Statistik steht dann wieder, nicht deutscher Täter hat nicht deutsches Opfer. Super Sache, ja. Das sind diese ganzen Einzelfälle, wo sie dann am Ende sagen, ja, aber das ist rechte Hetze, wo ich sage, nein, ihr kehrt die ja alle unter den Teppich. Die Leute haben das subjektive Gefühl, dass es unsicherer geworden ist und inzwischen ist es ja auch objektiv belegbar, dass es unsicherer geworden ist. Liebes ZDF, ja. Mit ihrem Faktencheck, Katastrophe. Und jetzt gehen sie hin und machen dann, also das ist ja, das sind drei Sätze, ja. Ja, polizeiliche Kontrollmaßnahme nach einfacher Körperverletzung zwischen weiß nicht wie alt burkinischer Staatsangehöriger gegen somalischen Staatsangehörigen und so weiter. Einfach das, was man sonst auch macht, wenn irgendwo der Kindergarten wieder weiß nicht Sackhüpfen gemacht hat. Das ist immer mein Witz. Also in der Zeitung steht viel öfter, wann welcher Kindergarten welches Sackhüpfergebnis gemacht hat, anstatt dass hier auf der Leutestraße erstochen werden, dass die vergewaltigt werden. Ich hatte es bei mir am U-Bahnhof, da ist 6 Monate nach einer sexuellen Belästigung, dann der öffentliche Fahndungsaufruf aufgehangen worden. 6 Monate nachdem alles verlaufen ist, kommen sie dann um die Ecke. Es ist einfach peinlich. Es ist auch hier wieder peinlich, wie sie nicht einfach öffentlich sagen können, Bilanz der Nacht. Ich würde mir das in Berlin wirklich immer wünschen, dass es am frühen Morgen zwischen 6 und 9 Uhr, keine Ahnung, wer das dann macht, Spätschicht, Frühschicht, müsst ihr euch überlegen. Die einfach schreiben, die Bilanz der Nacht war, keine Ahnung, 400 Polizisten auf Streife, weiß nicht, 5000 Kontrollen, davon 17 das, 17 das, dass man das einfach mal belegt hat als Arbeitsnachweis und vor allem als Nachweis und als Echtzeitüberprüfung für, wie schlimm ist die Lage auf der Straße. Nein, wir kriegen Salamischeibchenweise hier jede Mitteilung, wenn sie denn irgendjemand nachfragt und ich musste dann erstmal darauf hinweisen, dass ich ja öffentliches Interesse als Presseberichterstatter hier habe, wobei ich mich nicht hier klassisch als Presseberichterstatter sehe, aber ohne das als Funktion kriegt man gar keine Auskunft bei der Polizei. Hat allerdings funktioniert. Ich bringe hier so viel eigene Meinung in meine Videos, dass das nicht immer wirklich unabhängig objektiv berichtet ist, aber den Anspruch habe ich gar nicht an mich selbst. Also steht nirgendwo dabei, dass das hier objektive, seriöse journalistische Berichterstattung sein muss, sondern das ist eigene Meinung mit eigener Erfahrung und Belegen. Deswegen lehne ich mich manchmal etwas weiter aus dem Fenster, manchmal auch nicht. Ich lehne mich am meisten aus dem Fenster, wenn es darum geht, ob die Videos von YouTube genehmigt werden oder nicht. Und da geht es meistens nur um die Frage, wie viele Polizisten sind in dem Video, wie viel Einsatz sieht man. Und da gibt es Bilder, da verstehe ich bis heute nicht, warum sie nicht gezeigt werden und andere Bilder, die sind ohne Probleme. Aber das ist das täglich Brot, mit dem ich mich herumschlagen muss. Viel schlimmer ist es doch, dass die Polizei Berlin sich hier mit Kleinkriminellen, also mit wirklich, ist ja ein Randphänomen. Also einer schlägt einen anderen. Das ist hier wirklich noch ein Randphänomen. Das ist ja das Kleinste, was passieren kann. Aber damit dann gleich mit 50, 60 Leuten kommen und kontrollieren, das ist irgendwie unverhältnismäßig. Aber Unverhältnismäßigkeit in diesem Land, das ist das neue Unwort des Jahres, würde ich sagen. Sie halten ja die Grenzkontrollen für unverhältnismäßig bei dem Ergebnis, was wir haben. Über 8000 verhinderte Einreisen und 230 Schleuser auf frischer Tat ertappt. Und der Aufwand dafür, 4 Wochen Grenzkontrollen, ist unverhältnismäßig. Das, meine lieben Leute, das ist Deutschland 2024. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonnierst du diesen Kanal oder deabonnierst du ihn, weil ich Jürgen Elsässer nicht mag? Ist in letzter Zeit hier ein bisschen ein Problem geworden, aber ich stehe dazu, ich habe eine Meinung, die muss nicht jedem gefallen, aber jeder sollte sie aushalten können. Ich bin gespannt, wie du das findest. Schreib mir doch einen Kommentar, abonniere mich bei Telegram, bei X und hier bei YouTube, am besten alle drei. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.